Moin und willkommen zurück zur SV Sandhausen Karriere in Saison Nummer 2. Gehen wir jetzt rein in die letzten Transfertage und in die letzten 10 Transferstunden und schauen, ob da noch etwas passiert. Wir gehen nochmal in unser Teammanagement hinein, werden nochmal gerade in dieses Team hineinschauen. Fischer, also noch unser neuer zweiter Keeper, dann neben Knaller, dann Gordon, Kister, Knipping, Tonriga, die vier Innenverteidiger. Das passt. Paccarada, Rosbach in der Viererkette hinten Linksverteidiger, das passt. Klingmann, Stolarski in der Rechtsverteidigung, passt auch. Dann haben wir auch noch Rick Czorek, den Polen. Der ist drauf auf der Liste. Vollmann, der 10, Dorsch, Karl. Kulowitz werden wir natürlich bestehen bleiben. Lena ist zur Leihe freigegeben. Linzmeier, Matras. Zumal ein Vertrag ist abgelehnt. Ja, mal schauen, ob der vielleicht noch geht. Meffert, Winter, Jansen. Piotrowski. Man, die hat der 10er-Position bei uns festgesetzt ist und das auch gut macht auf der 10 da. Schäfer dann der junge Mann. Zu Höhler Moosen. Der ist verliehen. Na, Grimsby Town. Die Frage ist, was man mit Schäfer macht. Ob man ihn nicht auch nochmal auf die Leihliste setzt oder ob man ihn noch im Winter verkauft. Wir werden mal schauen. Erstmal glaube ich, brauchen wir erstmal nichts mehr. Hannover hat sich Gondorf, Lengerick, Ortino und Filippo Tato gekauft. Insgesamt 16,8 Millionen ausgegeben. Heinlein und Komas noch 50.000 dafür wieder mal abgegeben. Fürth hat Omason und Jobava geholt. Ingolstadt hat nochmal Zampano geholt und Groß abgegeben, 14 und abgegeben. Krass. Aber holt McCarthy und hat Mendel abgegeben. Dresden hat nur Hawkins geholt und keine weiteren Abgänge zu verteidigen gehabt. Darmstadt hat Gondorf, Sudo und Heller abgegeben und dafür der Pino geholt. Braunschweig mit Friesenbichler geholt. 1,5 Millionen Kierski dafür abgegeben. Bielefeld holt Widemann und Bahoken für etwas mehr als 1 Million Euro und aber keine weiteren Abgänge. TSV holt 6,4 Millionen. Würzburg holt Wachczolak 100.000. Bochum holt Almenixa für 3,1 Millionen. Union holt Heller und verkauft keine weiteren Leute. St. Pauli hat ihm abgegeben für 1,9 Millionen und holt Hauche und Ayala für 3,3 Millionen. Wir haben Matras, Zui, Stolarski, Tonariga, Meffert geholt und dafür abgegeben haben wir dann Mosen, Wolle, Stiefler und Kosecki. Ein Transfer minus gemacht, aber wir haben ja nicht alles auch so verpflichtet. Lukaku, du Manchester gewechselt, Boateng zu den Bayern gewechselt, die beiden haben wir für Carrasco geholt, also krass, was in diesem Transfer, wenn es da wieder abgegangen ist. In den letzten 7 Stunden scheint es nicht mehr so wirklich viel in dieser Transferphase zu geben. Transferangebot kommt dann nochmal rein für Julian Dersdorf. Auch Düsseldorf, 875.000. Wir fragen mal mit 950.000 bei der Fortuna an. Mal gucken, ob wir damit nochmal einen Transfer zustande bekommen. Das wird nicht. Nein, Dersdorf ist der Fortuna nicht so viel wert. Chelsea gewinnt Rennen um Marco Verratti. Noch 3 Stunden auf der Uhr. Noch 2 Stunden. Noch 1 Stunde. United holt auch noch Lewandowski für 89,5 Millionen und Lukaku, also die, boah. Also Manchester hat jetzt eine Offensive. Wow. 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 Damit sind die letzten Stunden rum im Transfer, wenn das gibt, nichts mehr zu holen.
Und im Büro haben wir nur 300 Nachrichten. Die letzte Frist für die Transfers ist abgelaufen. Es gibt 367,3 Millionen sind nochmal ausgegeben worden. Das Scouting-Update aus Deutschland kommt. Niklas Roth bis 84. Ich Klein bis 87. Und Klein bis 69. Den Groß bis 72. Erich Falke bis 91. Erich Albrecht 66. Und Peter Wolf 71 bis 94er Potenzial. Interessanter Mann, aber wir schauen mal nach. Und wie im Monatsbericht der Jugendmannschaft. Hier stehen wir rein nochmal. Schneider 87 bis 93er Potenzial und Fischer 74 bis 94er Potenzial. Und damit gehen wir dann mal rein in die nächsten Wochen rein. Wir gehen noch mal jetzt ins Training hinein. Fischer wird trainiert, Schneider ist trainiert, Tonoriga trainiert. Und Fischer hat auch noch mal trainiert, das ist wichtig. Und damit gehen wir noch mal ins Training. Fischer hat der Zielverbesserung aus dem 59, wichtig für ihn auch und für uns. Piotrowski bleibt bei einem C, aber bleibt da gut stehen. Das ist so okay. Tonoriga mit D, Schneider mit D und auch Bestand mit B. Aber ganz okay, das ist okay. Und wir gehen die nächsten Tage voran. Paul Winter, was die Komplettpartie angeht, sagte er, er möchte gerne spielen. Am vierten Spieltag in Würzburg. Wir mit 5 Punkten, also spielt er bei den Sechster. Würzburg, Platz 14, auch schon 2 Punkte geholt in dieser Saison, wichtig, nach 3 Spielen. Aber wir gehen mal rein in das Auswärtsspiel hier heute nach Würzburg. Wir werden in Schwarz spielen, Würzburg in Rot. Und die Frage ist nun, wie wir es umstellen werden. Klitowski, Linzmeier, Masras, Dorsch, Winter wird mal spielen. Aber er wird es nicht mal einfach antun, er wird später eingewechselt, denke ich. Und damit gehen wir rein parallel heute Nachmittag nach Hannover in Bayer 68 und Freiburg zu Gast beim FC St. Pauli und damit gehen wir rein in diese Partie gegen Würzburg ins Stadion an den Dallenberg, um dort auch hoffentlich weitere Punkte einzufahren. Eigentlich plane ich mit dreien in Würzburg, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn es am Ende einer wird, dann nehme ich den auch mit. Hauptsache, wir haben die Serie nach 4 Spielen weiter nicht verloren zu haben. Die Würzburger wollen natürlich auch gewinnen, klar. Ich denke mal, dass man da dann trotzdem hier heute vielleicht mit einem Punkt auch zufrieden sein muss. Würzburg 14, ja wieder 6. Also mit einem Sieg könnte man sich wieder oben in Richtung Aufstiegskampf festsetzen. Aber das wollen wir doch gar nicht. Das sagt der Vorstand hat es zwar so langsam vorsichtig angedeutet, dass er das ganz gerne hätte, aber ich glaube, das ist viel zu utopisch in diesem Jahr. Die Würzburger Spieler, da ist Fokus, da ist nämlich Junior Diaz im Fokus. Denn der könnte auch am Ende der Saison wahrscheinlich aufhören. Deswegen ist er wahrscheinlich dann da im Fokus. Und damit Siebenmandel, Kurzweg, Neumann, Diaz, Piso, Tabatabra, Fröde, Kühn, Benatelli, Nagy und Sorano im Sturm im 4-2-3-1 der Würzburger. Und damit gehen wir rein in die Auswärtsspiel nach Würzburg. Auf geht's. Wir stoßen an. Zutapasu und Matras, Stulanski, Matras,
Linsmeier. Dorsch. Makarada. Piotrowski, starker Ball zu guter Pasu. Ah, Kurzweg ist dazwischen und klärt erstmal für die Würzburger, legt das Ding zurück. Und Siebenhandel macht das ganz schlau mit Kurzweg. Kurzweg zu guter Pasu, Kurzweg. Und das ist Höhler und Höhler. Oh, der schlechte Ball. Von Höhler, der da nicht gut ist. Und kommen wir nicht, dann Kopfball gewinnen wir. Trotzdem läuft der Ball bei Würzburgi. Tafazhofer. Gister gut dazwischen. Stolarski. Kurzweg. Benatelli. Stolarski ist dazwischen, läuft den stark ab, spielt ihn auf Kister, der dann seinerseits das Spiel auf den Spielaufbau mit Dorsch vorantreibt, mit Baccarada, mit Piotrowski, mit Höhler, mit Linzmeier, mit Stolarski, dem Polen, der wieder auf Linzmeier, Höhler, Piotrowski, der junge Pole, der das richtig gut macht, nochmal abgelegt auf Baccarada. Paccaradas Flanke und Neumann klärt zum Eckball. In dieser Partie. Der Eckball. Natürlich auch das wieder ein Fall für unseren jungen Polen. Halt, Dorsch. Für Piotrowski. Der die Ecken ja schon mal durchaus richtig gefährlich in die Mitte hineintragen kann. Der ist genauso gefährlich, Linzmeier. Dorsch. Nochmal nach außen. Wo Piotrowski noch wartet. Den nochmal draufsteigt. Den Ball nochmal in die Mitte bringt auf den langen Pfosten. Und Kurzweg kann da nur zum Eckball klären. Piotrowski da mit dem nächsten Eckball. Das war jetzt wohl eine Variante gebe, der ist nicht schlecht, aber Diaz klärt. Nächster Eckball für den SVS. Ich werde jetzt noch mal einen Baccarada den Eckball treten lassen. Packer das Eckball, Höhlers Kopfball, Kick, auf der Linie gerettet. Linzmeier, gut gemacht. Linzmeier kommt nicht zum Abschluss. Fröde klärt. Gordon, Stolarski, nächster Einwurf. Dorsch, Piotrowski, Packer nee, Piso dazwischen. Kühn für Würzburg. Kühn. Gut dazwischen nochmal der Ball. Kühn. Aber Baccarada erläuft sich den Zweikampf. Dorsch. Oh, schlechter Ball. Da ist Nagy. Da ist Matras dazwischen. Zu guter Pasu. Der Ball weggegrätscht. Dorsch da mit dem ganz starken Ball für Lukas Höhler, der sich auf die Außenbahn abgesetzt hatte. Höhler. Und es gibt den Pfiff gegen Neumann, den Würzburger Kapitän. Gibt es Freistoß? Ich denke mal ja, weil Freistoß war glaube ich noch außerhalb. Ja, gibt Freistoß, so sieht's aus. Für den SV Sandhausen. Piotrowski bringt den Ball butterweich in die Mitte, der Kopfball, das Tor durch Matras 1 zu 0. 25. Minute. Die Führung in Würzburg. Piotrowski mit einer butterweichen Flanke. Und Matras völlig frei. Und den Kopfball lässt er sich dann nicht nehmen und netzt ihn ein. 1 zu 0 durch den Polen. Die polische Kombination quasi zum 1 zu 0 hier in Würzburg. Ein erstes Saisontor. Und die Führung, die eigentlich, würde ich sagen, in Ordnung geht hier in Würzburg, denn wir sind schon das spielbestimmende Team. Hier am Dallenberg. Fröde.
Pissot liegt ins Zentrum, Zafferzhofer, Fröde wieder für die Kickers. Pissot, gute Ablage. Kühn legt nochmal zurück, Upekarada ist dazwischen. Macht das da mit einer ganz starken Ruhe mit Kister, der auf Außenrot sich abgesetzt hat. Dorsch ins Zentrum, schlechter Ball von Niklas Dorsch. Gordon aber mit dazwischen. Stolarski ins Zentrum rein. Weitergelegt, leider Kurzweg dazwischen, aber Stolarski macht das stark und holt Einwurf für Würzburg heraus, weil Holzweg damit nicht unbedingt was machen kann. Einwurf Linzmeier. Stolarski. Der Ball ins Zentrum. Dorsch, eins weiter. Paccarada. Matras, Höhler, wieder Matras, zu guter Pasu auf dem Weg zum 0 zu 2, das ist es. 33. Minute. Sandhausen, das ist sehr einfach gespielt, zu guter Pasu setzt sich gegen zwei Mann durch und der Abschluss ist dann natürlich eiskalt mit dem 2 zu 0. Ich weiß nicht, warum Neumann da vielleicht irgendwie wegbleibt, weil er vielleicht Angst hat, da die nächste gelbe Karte oder das nächste Foul zu provozieren. Und wir sind gut dabei hier in Sand Würzburg. Linzmeier. Seitenwechsel mit Paccarada, der den Ball direkt weiterlegt auf Höhler, der entgegenkommt. Zu guter Pasu. Ne, der Ball ist dann nicht gut gespielt. Fröde. Gordon. Paccarada. Stolarski. Zu guter Pasu. Stellt den Körper rein. Das ist Linzmeier. Das ist Höhler. Das ist Niklas Dorsch. Das ist gut gespielt. Und Diaz klärt diesen Ball gegen Dorsch. Fröde für Würzburg zurückgelegt. Diaz mit Pissot, wieder mit Kühn, wieder mit Fröde, der angegangen wird von zwei Paccarada. Und dann der gute Ball, da ist Nagy. Und der Ball wird geklärt. Wichtig. Aber nicht gut genug geklärt. Und dann der Abschluss. Mobenatelli, aber Knaller ist da, kann einfach parieren. Der Abwurf, Paccarada, Höhler, Dorsch, Linzmeier weiter auf Stolarski, den Polen, der sich durchsetzt, den Ball noch in die Mitte bringen will, aber Kurzweg blockt die Flanke. Natalie wird 66 Fuß sind 1 Kilometer gelaufen. Piotrowski mit dem Eckball, dass er das kann, wissen wir durch die Freistoßvorlage. Auch die ist nicht schlecht. Matras wieder der Kopfball, leider diesmal Siebenmandel mit der Parade, kann den Ball einfach abfangen. Kurzweg. Da ist Diego Piotrowski, schiebt drauf und dann ist hier erstmal Halbzeit in Würzburg. Und der SV Sandhausen führt völlig verdient mit 2 zu 0. Am vierten Spieltag hier in Würzburg. Hannover 0-0 gegen 68 und Freiburg liegt sogar 1-0 hinten beim FC St. Pauli. Etwas überraschend zur Pause. Wir führen hier 2-0. Das sieht alles sehr stark aus. Die Mannschaft ist gefestigt. Und wir gehen rein in den zweiten Durchgang und schauen, was Würzburg hier noch zu bieten hat. Wir anstoßen über Fröde, der den Ball zurücklegt, auf Diaz, der nach außen. Pissot. Dorsch gegen Kühn, der Ball kommt zu Höhler, der kommt zu Piotrowski, der wieder zu guter Pasu, Tafazopa dazwischen. Vinatelli jetzt, zu guter Pasu, macht ihn da gut zu, macht dann nochmal gut zu. Gewinnt den Ball. Die Gelegenheit zum Konter über Linzmeier, über Piotrowski. Der will zu guter Pasu anspielen, Kurzweg ist den Schritt schneller.
allzu guter Basu. Ansonsten wäre das hier das vielleicht der Chance Nummer 3 gewesen. Man hätte die halt den Ball im Spiel für die Würzburger auf der Seite. Aber Gordon stellt seinen Fuß rein. Einwurf für Würzburg. Nochmal Benatelli. Kurz weg. Kann den Ball nicht im Spiel halten. Linzmeier mit dem Einwurf auf Stolarski. Dorsch. Suguta Pasu, Linzmeier, Giotrowski, Linzmeier erobert sich den Ball zurück, oh, legt ihn nochmal ein, aber Suguta Pasu kämpft, kommt aber nicht an den Ball. Nagy, gut dazwischen, Matras, Giotrowski, Binatelli. Gut, dazwischen wieder Neumann mit dem Ball ins Zentrum auf Taffertshofer. Auf Dorsch. Piso. Da ist ein Außenkühn, der hat jetzt Platz. Gepagara kommt nicht hinterher. Die Flanke. Und dann die Flanke, die nichts einbringt. Lukas Fröhlich geht raus. Tobias Schröck kommt bei den Kickers in die Partie. Nach 59 Minuten. Knallers langer Abschlag. Findet Piotrowski, der kommt nicht ran. Suguta Pasu auch nicht, so dass Würzburg weiter im Ballbesitz bleibt und dann holen wir den Ball doch irgendwie zurück. Und dann ist das Piotrowski und dann ist das Linzmeier. Und dann ist das Piotrowski, das ist Suguta Pasu. Und der Chipball ins Zentrum sollte eigentlich Piotrowski finden, findet aber keinen. Scheint schwarz gehalten, Sandhäuser. Wieder Würzburg über Kühn durchs Zentrum gegen drei, kann er sich da nicht durchsetzen. Linzmeier. Der Ball für Suguta Pasu kommt nicht an. Diaz, Benatelli, Stolarski bleibt auf seiner Seite, nämlich genau da eigentlich. Gordon muss jetzt rausrücken, die Flanke geht wieder übers Dach und gibt es den nächsten Abstoß. Jetzt werden wir wechseln, Linzmeier raus, den jungen Winter rein. Dann die Frage, werden wir umstellen? F25, also wir können es eigentlich, glaube ich, mal machen tatsächlich heute. Wir bringen den jungen Schäfer für Suguta Basu. Um mal zu schauen, was dann hier heute noch passiert. 25 Minuten sind noch zu gehen in Würzburg. Piotrowski, Kopfball, kann den Ball nicht gewinnen. Da war Zofa, Schrück, Rama nach außen. Gut dazwischen, Matthäus, das ist Höhler. Da ist Matthäus, nee. Aber Würzburg kämpft nochmal. Piso. Schröck in die Mitte. Scholarski klärt. Wichtig vor Soriano, der sonst zum Einschuss bereit gewesen wäre. Nico Benatelli geht raus, oder kommt Felix Müller in die Partie. Eckball. Für Dorsch. Eckball kommt. Neumann. Der abgelegt. Latte. Boah. Riesenglück, Gordon. Matras. Spielaufbau. Piotrowski. Dorsch. Starker Ball, wir kommen da nicht ganz ran. Durch Schäfer. Müller. Gut dazwischen. Rama. Müller, Ballverlust zunächst. Schröck. Nagt. Schröck, 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 Schröck. Drüber. Der Schlenzer von Schröck über den Kasten. Ist das knapp. Puh. Knaller mit dem kurzen Abstoß für Kister.
Der mit dem Spielaufbau für Pacarada, der wiederum ins Zentrum. Dorsch mit Matthäus, mit Schäfer, mit Winter. Er macht das stark, findet Piotrowski, der findet Höller, der findet Dorsch, der wiederum findet Pacarada, der legt nochmal ins Zentrum zurück. Der Ball kommt irgendwie vor die Füße von Matras, der den Ball nicht in Tor unterbringen kann. Diaz. Und das ist gut gespielt, das ist Schäfer. Und der kommt nicht rein. Dorsch, ne, kann sich da nicht durchsetzen im Zweikampf gegen Kurzweg. Stolarski, Soriano, Diaz, nach außen gelegt, Müller. Müller für die Würzburger auf Neumann, der versucht es wieder mit Müller auf die Seite. Müller legt nochmal ab, aber Stolarski kommt dazwischen. Kister gegen zwei, macht das gut. Gibt Abstoß, ne, gibt Eckball für Würzburg. Der kommt auch von Rama vor das Tor. Knaller weggefaustet. Und wir kommen nicht an den Ball, leider, um hier noch das 0 zu 3 vielleicht noch per Konter zu erzielen. Die Flanke, jetzt Knaller da. Der Abwurf und der direkte Ball. Piotrowski, Winter. Ah, schade, wollte Schäfer anspielen. Der kommt da nicht an den Ball. Schiebt aber gut nochmal drauf. Neumann, die Ablage in Seiten aus. Einwurf. Für Sandhausen, 90 Minuten sind abgelaufen. Nachspielzeit. Matrasch wird rausgehen. Meffert wird nochmal kommen auf die 6. Nochmal frische Kräfte bringen, um hier wirklich nichts mehr anbrennen zu lassen. In dieser Partie. Nochmal Winter, der macht das jetzt nochmal geschickt, legt nochmal ab, Meffert. Da ist nochmal Stolarski, da ist Schäfer. Gegen Kurz kann er sich nicht durchsetzen. Da fahrt so vor Nachspielzeit, 3 Minuten sind angezeigt, davon sind aber 2. Schon wieder um und jetzt ist Schluss. Und der SV Sandhausen gewinnt auch am 4. Spieltag. Und holt damit 3 weitere Punkte in Würzburg. Am Ende verdient mit 2:0. Ein starker erster Durchgang reicht im Endeffekt, um hier den Sieg einzufahren. Stolarski ist an den Pfosten. Muss ich nochmal nachschauen. Ach, das war der Kopfball, der da ans Gebell knallte nach dieser 70 Minute. Und damit würde ich sagen, auch statistisch geht das in Ordnung. 5:4 Schüsse, 5:2 Schüsse aufs Tor, Ballbesitz 50-50. Wir gewinnen mehr Zweikämpfe, Passgenauigkeit ist bei den Würzburgern deutlich besser. Dafür unsere Schussgenauigkeit, aber gut, das sei es so. Wir gewinnen mit 2:0 in Würzburg und das ist wichtig. Freiburg holt immerhin 1:1 in St. Pauli, Hannover und auch 60 München trennen sich 1:1 an diesem 9. September. Damit würde ich sagen, springen wir mit dem Sieg nach 4 Spielen mit 8 Punkten auf Platz 2 der Tabelle wieder vor. Natürlich ist die Tabelle nach 4 Spielen gerade jetzt freitags oder samstags noch nicht aussagekräftig, aber wir halten gut mit, ein guter Saisonstart im Vergleich zur letzten Saison. Wir gehen ins Training hinein, werden schauen, dass sich unsere jungen Spieler noch weiterhin verbessern, was sie fleißig tun. Fischer mit B, Petrovski mit einem C, Tonoriga mit D, Schneider mit D und auch Fischer mit einem C für sich auf einer 66 junge Schlussmann, der scheint ganz fleißig Fortschritte dort zu machen. Und dann gehen wir noch kurz ins Büro hinein. Wir haben nämlich die letzte Partie. Paul Winter sagt danke, dass er spielen durfte und im Kader stand. Das können wir noch erfüllen und damit beende ich den Part. Sagt danke fürs Zuschauen, wenn euch gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Part zum 5. Spieltag mit dem SV Sandhausen. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao!